Cardinal 6, wir haben Sichtkontakt. Oh, der Vulkan bricht ja jetzt schon aus. Oh, das Erdbeben kann man noch gar nicht. Das ist das richtige Erdbeben. Wir holen sie uns. Woher willst du wissen, dass ich keine Munition mehr habe? Niemand flankiert hier mich. Idioten. Ah, kommt er jetzt runter? Ah, da ist er ja. Brenn! Lara, ich bin in dem Heli. Ich hab den Piloten. Oh. Schnell. Alles voll. Ich kann nicht tragen. Das kam unerwartet. Ich dachte, da wäre jetzt Rogue drin oder so. Aber endlich haben wir einen Hubschrauber. Gib mir die Schatulle. Was zum... Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Alles bestens. Dominguez. Oh, vom Vulkan getroffen. Die kommen nicht weit. Geh. Los, wir schaffen das. Einverstanden. Okay, das will ich jetzt noch machen. Oh, die schöne Stadt. Durch das Haus. Das ist jetzt das Erdbeben. Hier ist Cardinal One. Motor läuft wieder. Alles bestens. Das erinnert mich so ein bisschen an Assassin's Creed Rogue. Ah, da war ein Seil oben. Wo Lissabon kaputt gegangen ist. Und das war ja ein Erdbeben, was sich wirklich zugetragen hat. Ah. Wieder zu schnell. Jetzt. Wow. Eh. Nur eine Chance. Wow. Hoffentlich haben es Abby und Jonah geschafft.
Aber kann ich mehr. Und ich dachte, das wäre jetzt die letzte Jagd nach Dominguez. Wie weit ist es noch? Bis bei Titi? Wir sind fast da. Tut mir echt leid um die Schatulle. Du kannst nichts dafür. Es war Dominguez und Trinity. Schon mein Leben lang, seit ich denken kann, war immer Trinity irgendwie beteiligt. Ich könnte eine Familie haben. Alles hätte anders werden können. Wir werden uns die Schatulle holen und dann schnappen wir uns Dominguez. Uchu. Da war das gerade einfach nur das Erdbeben. Vulkanausbruch gab es ja noch nicht. Lara! Wo ist die Schatulle? Amaru hat sie. Aber der Tod der Sonne ist nah. Wir bekommen sie vor dem Ende des Rituals wieder. Das wird nicht einfach. Wir müssen den Plan anpassen. Bitte, nehmt euch Zeit für eure Vorbereitungen. Wir sorgen für alles andere. Vielen Dank. Ich versuche, Uchu zu helfen. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Okay. Alles auf Anfang. Und wieder ein Fähigkeitspunkt. So, das war's jetzt. Aber ich möchte noch zum Ende wieder zum Händler und zum einen Basislager. Ich habe hier einiges gesammelt. Wie kann ich dir helfen? Ich habe ein volles Inventar. Die Götter sind für uns. Mhm. Na, von den Häuten verkaufe ich lieber nichts. Aber die ganzen Pflanzen. Sehr gut. Die Götter sind für uns. Medizin könnte ich mir kaufen. Bitte sehr. Komm bald wieder. Jupp. Damit ich immer ausreichend Medizin habe. Das erste Mal, dass ich mir jetzt so Medizin gekauft habe. Dafür habe ich nicht genug Platz. Unfassbar, wie erwachsen Edsley in der kurzen Zeit geworden ist. Er hat beide Eltern verloren. Ich frage mich, wie es ihm wirklich geht. Tja, er kann nicht so vorgehen wie ich. Das steht fest. Ein Kind verarbeitet so einen Schmerz ganz anders. 5 Fähigkeitspunkte. Kann ich nochmal zum Händler gehen? Sehen Sie Herausforderungsobjekte mit Überlebensinstinkte. Das könnte mir doch helfen. Weil gerade war es ja auch so. Während der Animation wurde ich schon wieder geschadet.
Ah, Moment. Aber warum ist der erste Bogen der beste? Du kannst ja am Schaden hier nichts mehr machen. Genau das gleiche mit der Pistole. Und diese extra Waffen kaufen, das mache ich nicht. Das habe ich auch bei Elix nicht gemacht. Entweder sammle ich die Waffen oder... Ja, gar nicht. Ich habe doch eine Waffe, warum soll ich mir dann noch eine kaufen mit anderer Optik? Damit ist sicher der Händler Kovac-Jaku gemeint. Und ich weiß nicht, ob es nur mir so ergeht, aber ich habe so das Gefühl, wir nähern uns beim Spiel schon wieder dem Ende. Denn jetzt wurde auch die Schatulle gefunden. Jetzt ist ja nur noch dieses Ritual. Brauchst du irgendwas? Wir könnten handeln. Was wir verhindern müssen. Wie geht's? Gefällt dir irgendwas? Ausgezeichnete Wahl. Dann ist es beim anderen Händler. Also nochmal Schnellreise. Ne. Existiert die Stadt denn überhaupt noch? Muss er ja. Ach, das war ja hier oben. Missionstor. Jetzt sieht wieder alles normal aus. Okay, so ein bisschen Vulkanasche. Ja, man sieht halt doch den Vulkan da oben. Irgendwann wird er noch ausbrechen. Das ist die letzte Katastrophe. Was sagst du? Wie geht's? Ich habe alles Mögliche. Das ist jetzt die Sache. Hätte man gleich das kaufen können oder muss man das auch so aufstufen? Ah, habe ich ja noch gar nicht verkauft. Ein gutes Geschäft für uns beide. Die sind mir alle zu teuer. Anwendbar für Wespe 11. Sehr gut. Und damit ich wieder auf 6000 Goldmützen bin, was ich immer so durchschnittlich habe. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und das sage ich auch euch Zuschauern. Bis dann.